Ja, wir sind halt auf dem Notschrei und als fast Winterabschluss findet die deutsche Jugendmeisterschaft im Biathlon statt und da freuen wir uns alle schon drauf. Das ist immer eine Jahresvorbereitung, 12 Monate mehr oder weniger, ja, in der das ganze Training stattfindet. Ja, war okay, passt so, sauber. Warm gemacht, es wird mal eine kleine Vorbelastung gemacht, eine Maximalbelastung, um einfach mal an den Wettkampf hinzufühlen. Ja, wie fühlt es sich an, wie fit bin ich heute? Ich starte jetzt mit allen Skien am gleichen Punkt vom Berg und fahre den runter. Und ich teste meine Ski aus, das heißt, ich schaue, welcher Ski bei den Verhältnissen am besten läuft. Also jetzt habe ich den richtigen Ski ausgewählt und jetzt bin ich schon gespannt, wie der Ski morgen läuft beim Einzel. Ja. Nachher kommt es dann in die Wachskabine. In der Wachskabine stand der Fabian Mautz und die Tanja Bauer, die dann zusammen mit Flur und was weiß ich für Paraffinen den Ski bearbeiten und nach reichlicher Behandlung wird dann der Ski absolut schnell für den Wettkampf. So, Athleten sind jetzt im Quartier, futtern. Athleten, wie gesagt, 2 bis 4 Personen im Zimmer, haben volle Verpflegung, haben einen Skikeller zur Verfügung, können sich im Haus frei bewegen. Isa, Saustall. Ja. Nee, du siehst aus. Wir sind ja hier, obwohl wir jetzt in 2 Wochen Abitur haben. Und jetzt schauen wir uns alte Prüfungen an und ja, lernen jetzt noch, damit wir das Abi auch erfolgreich bestehen. Ja, aber ich glaube, dass der Ehrgeiz schon vom Sportabing auf die Schule rübergeht. So teilweise. Ja, durch die Unterstützung von Lehrer und Mitschüler und es dann schon hin. Ja, wir haben ja genug Nachhilfelehrer, die uns dann aber immer ordentlich in den Arsch treten, dass wir was machen. Ich bin jetzt ein Bimbo, weil ich auch so oft die Waffe putze. Weil heute Morgen hat es auch geschneit und dann ist alles nass und dann kann der Lauf hier rosten und dann muss man halt gucken, dass man alles wieder sauber macht und trocknet, dass dann die Waffe auch immer die beste Leistung bringen muss. Dann beginnt eigentlich schon die Wettkampfvorbereitung, indem man sich einfach schon auf morgen fokussiert und dann versucht, da sein Bestes zu geben. Je näher wir an den Wettkampf rankommen, desto größer wird eigentlich die Beschleunigung von dem, was alles zu tun ist. Alles wird hektischer, alles ja, wird angespannter auch. Und eben, das betrifft sowohl die Athleten, Minute zu Minute, als auch die Trainer, als auch uns im Service. Dass wir halt einfach immer schneller werden, bis dann einschlägt. Wir nehmen alle mal die Hände aus den Hosentaschen und klatschen hier im Taktik für die letzten 30 Sekunden auf den Notschrei. 5, 4, 3, 2, 1 und ab die Hose. Thank you.
konnte die Vorgängerstarten da einholen und deshalb hätte es jetzt glaube ich auch zum Sieg reicht. Ey, Radlingschaft! Genau so! Ich